Guten Morgen, liebe Wittnerinnen, liebe Wittner. Ich wende mich heute mit diesem Video an Sie, an euch, weil viele in den vergangenen Wochen und Monaten natürlich die Frage an mich gestellt haben, die auch naheliegend ist: Wie geht es weiter mit der Sanierung der Straßen in Witten? Wir alle quälen uns ja seit vielen, vielen Jahren über mehr oder minder kaputte Straßen mit Schlaglöchern, mit aufbrechendem Asphalt und vielen anderen Problemen. Und ich verstehe, dass viele von Ihnen das bewegt. Sei es, weil Sie mit dem Rad unterwegs sind und der Ausbau der Radwege nicht in dem Tempo voranschreitet, wie sich viele das wünschen würden. Sei es, weil Sie mit dem Auto zur Arbeit unterwegs sind und über kaputte Straßen fahren. Und das, was ich im Februar befürchtet habe, ist in diesem Kontext auch eingetreten. Auf der einen Seite habe ich mich sehr gefreut, als der Schnee kam und die Kinder die Möglichkeit hatten, gerade in dieser harten Zeit unter den Corona-Bedingungen ein paar Tage den Schnee zu genießen, einen Schneemann zu bauen, eine Schneeballschlacht zu machen oder endlich mal seit Jahren den Schlitten vom Dachboden oder aus dem Keller zu holen. Mir war aber gleichzeitig bewusst, was passiert, wenn der Schnee weg ist. Nämlich, dass unsere Straßen durch Frostschäden noch erheblich schlechter aussehen als vorher. In welchem Rahmen bewegen wir uns denn hier in Witten? Im Februar ist der Haushalt der Stadt Witten für dieses Jahr beschlossen worden. Dieser Haushalt sieht für das Thema Straßenbau, Unterhaltung, Straßensanierung jenseits der Großmaßnahmen etwa 1,5 Millionen Euro vor. Und von diesen 1,5 Millionen geht noch Geld ab für die Unterhaltung oder die Instandsetzung der Lichtsignalanlagen, umgangssprachlich der Ampeln. Insofern relativ wenig Geld. Auf der anderen Seite, weil über Jahrzehnte nicht nur, aber eben auch in unserer Stadt nicht genug Geld in die Unterhaltung des Wegenetzes geflossen sind, haben wir einen Investitionsstau, der deutlich jenseits der 50 Millionen Euro Marke liegt. Selbst wenn wir um das Zwei- oder Dreifache diese Etatposition erhöhen würden, wird es also einen sehr langen Zeitraum brauchen, oder nicht würde, sondern wird, um die Straßen in den Zustand zu versetzen, den wir uns alle wünschen. Und natürlich bleibt dabei auch zu berücksichtigen, wie wird sich Verkehr entwickeln, wie denken wir, Verkehr künftig in Witten gemeinsam zu organisieren. Auch das spielt in diesem Themenkomplex natürlich eine Rolle. Ich möchte aber auch auf andere Probleme aufmerksam machen, die in diesem Zusammenhang entstehen. Viele von Ihnen schimpfen völlig zu Recht, in meinen Augen zumindest, über große Baumaßnahmen, wie wir zum Beispiel mit der Pferdebachstraße gerade eine in der Umsetzung erleben. Natürlich ist allen bewusst gewesen, dass die Pferdebachstraße saniert und erneuert werden muss. Dazu gehört sowohl die Kanalisation, dazu gehören die Leitungen und dazu gehört natürlich auch die Fahrbahn. Aber es ist immer noch etwas anderes, über eine Straße zu schimpfen, als dann zu erleben, wenn die Baumaßnahme startet, welche realen Auswirkungen im Alltag das mit sich bringt. Und wir haben nicht nur eine große Baumaßnahme, wir haben aktuell mehrere. Sie wissen, dass die Annenstraße, der Kanal, gerade saniert wird. Wir werden in absehbarer Zeit beginnen, die Sprockhövlerstraße umzubauen. Und die vielleicht größte, wenn auch nicht in unserer Verantwortung liegende Maßnahme der nächsten Jahre, wird die Erneuerung der Herbeder Ruhrbrücken sein. All dies, neben vielen kleineren Maßnahmen, bedingt erhebliche Belastungen. Es bringt Staus mit sich, es kostet Nerven, viele von uns schimpfen und fluchen dann auch mal, völlig menschlich und verständlich. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, diese Maßnahmen umzusetzen. Aber die entstehenden Umgehungsverkehre bedingen natürlich auch zusätzliche Belastungen, zum Beispiel der Anwohner in den Nebenstraßen, die dann stärker frequentiert werden. Etwas anderes hat dazu beigetragen, dass wir nicht oder nicht so schnell in den vergangenen Jahren und auch künftig in der Lage sein werden, Maßnahmen umzusetzen. Die Auftragsbücher der Unternehmen sind voll. Viele Städte haben die gleichen Probleme und haben sich zeitgleich auf den Weg gemacht, diese Probleme anzugehen. Gerade hier, auch in unserer Region, sind viele finanzschwächere Kommunen. Und erst nachdem die Rahmenbedingungen durch Fördertöpfe von Bund und Land gegeben waren, konnten Maßnahmen auf den Weg gebracht werden. Und das hat auch noch ein weiteres Moment. Die Planungskapazitäten in den Kommunen und auch in der Stadt Witten sind stetig reduziert worden.
Es ist also eine vielschichtige Geschichte, wenn wir darüber reden, wann, wie und welche Straßen saniert werden können. Das Geld muss vorhanden sein, die Planungskapazitäten müssen da sein, es darf nicht zu viel parallel passieren. Die ausführenden Unternehmen müssen in der Lage sein, die Aufträge zeitnah und möglichst zügig abzuwickeln. All dies ist keine einfache Aufgabe. Aber ich habe Ihnen im vergangenen Sommer zwei Dinge zugesagt und da dürfen Sie mich beim Wort nehmen. Das eine ist das Baustellenmanagement. Wann immer wir neue Maßnahmen einrichten, werden wir eine andere Kommunikation mit den Anliegern und im Umfeld führen, damit die Aufmerksamkeit da ist, damit man im Vorfeld weiß, wann was passiert. Und das andere ist, wir werden versuchen, die Verkehre zielgerichteter zu leiten, als das in der Vergangenheit das ein oder andere Mal auch in meinen Augen der Fall gewesen ist. Und das Zweite, was ich Ihnen zugesagt habe, das Thema Straßensanierung und Erhalt und teilweise auch Ausbau, gerade wenn wir über das Thema Radverkehre auch reden, unserer Verkehrsinfrastruktur voranzutreiben. Dies gelingt mir nicht allein, dies gelingt mir nur in Zusammenarbeit mit unserer Bauverwaltung und mit dem politischen Willen und der entsprechenden Begleitung durch den Wittener Stadtrat. Ich bin optimistisch, dass wir dies erreichen, aber bei allem Verständnis für Klagen, Kritik und Anregungen, die mich erreichen in diesem Kontext, eines muss uns allen klar sein: Wir brauchen Geduld und am Ende des Tages werden wir da ankommen, wo wir alle gemeinsam hinwollen. Vielen Dank fürs Zuhören.